Hallo, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heute möchte ich dir gerne eine Übung mit Murmeln zeigen, mit der du deinen Daumen trainieren kannst, genauer gesagt die nach außen Bewegung des Daumens und du kannst gleichzeitig auch die Zusammenarbeit deiner Finger stärken. Die Übung ist von meiner Ergotherapeutin und ich wünsche dir jetzt viel Spaß! Für diese Übung benötigst du 4 Murmeln und einen Becher. Und das Ziel der Übung besteht darin, dass du die 4 Murmeln einzeln aufgreifst, kurz in deiner Hand behältst und anschließend in den Becher hineinfallen lässt. Wie das Ganze aussieht, das gucken wir uns jetzt mal an. Du nimmst die erste Murmel zwischen Zeigefinger und Daumen und lässt die Murmel anschließend in deine Handinnenfläche plumpsen. Wichtig, wie du hier siehst, Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger müssen die Murmel natürlich auffangen, indem sie eine Art kleines Gefäß bilden. Und das Gleiche machst du dann eben auch mit allen anderen Murmeln. Und anschließend lässt du sie einzeln alle in den kleinen Becher fallen. Ja, das ist die Übung. Und damit das Physische jetzt so richtig gut klappt, das heißt, damit du diese physische Übung auch so richtig gut ausüben kannst, hier der mentale Tipp. Denn du kannst diese Übung wunderbar ergänzen, wenn du diese mentale Technik des Visualisierens hier anwendest. Das heißt, stell dir einfach mal im Vorfeld der Übung vor, wie diese Bewegung aussehen soll. Das heißt, was machen währenddessen dein Daumen? Was macht dein Zeigefinger? Was machen deine übrigen Finger? In welcher Haltung sind die? Gerne kannst du dafür auch deine andere Hand benutzen, die vielleicht gerade besser funktioniert, und diese Übung einfach mal vormachen. Denn dann kannst du gleichzeitig nicht nur sehen, wie die Bewegung aussehen soll, sondern du kannst es auch erspüren. Das heißt, du kannst wirklich mal wahrnehmen, wie sich deine Finger anfühlen, wenn du diese Bewegung machst. Und wenn du das kombinierst, das heißt, wenn du zum einen dir das immer wieder vorstellst, zum anderen eben auch guckst, wie fühlt sich das an, dann erleichterst du es unglaublich deinem Gehirn, etwas Neues zu lernen. Weil durch diese ständige Wiederholung kann unser Gehirn neue Neuronenverbindungen aufbauen und das eben auch schneller und dadurch eben die Bewegung wirklich auch schneller lernen, schneller ausführen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei. Wie gesagt, probier das Ganze erstmal aus. Schreib mir auch gerne, welche Erfahrungen du mit diesen beiden Übungen, das heißt mit der physischen Murmelübung, aber eben auch mit der Technik des Visualisierens machst. Das würde mich super interessieren. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Auch darüber freue ich mich sehr. Und wie immer gilt, wenn du mental richtig aufgestellt bist, dann kannst du physisch so richtig durchstarten. Bis dahin, ciao!